That's all it took. The Ingrams, the Carlyles, the Stuyvesants. Tell us everything about them. The ivory towers are about to fall. And when we're done... Let's cross that bridge when we get to it. For now, the partners are all that matter. There's an issue. Of course there is. Olivia's tracked the names mentioned by the Constant, and they're dead ends. How dead? Obituaries for all three have appeared online. Accidental death, heart failure, lung cancer. They're covering their tracks. Faster than I thought. A contingency plan of sorts. The Constant wasn't aware of it. Well, seems they didn't tell him everything after all. Something this big will leave traces behind. The Constant says to follow the money. Milton Fitzpatrick. The investment bank. It's a key Providence asset. Which you worked for. The director of the New York branch is a Providence operative. It's our best bet as a way in. I'll tell the pilot to turn the plane around. Right, gentlemen. Here's what we've come up with. The partners are transitioning between identities. But everything is so recent, the Milton Fitzpatrick bank records will still be intact. We've confirmed that the partners have active accounts there. However, the bank's records are remotely updated on a frequent basis. We may only have hours before any leads that could get us the new identities of the partners are gone forever. Bye. The data we need can be obtained in two ways. The bank's data core can be accessed through the basement vault, but getting inside the vault could be challenging. Alternatively, bank director Athena Savalas, head of security Mateo Perez, and head of accounts Fabian Mann each carry a partial backup drive with data. We'll need all three drives to get the full data. What the fuck? We cannot risk the partners discovering the data breach. Eliminating the bank's director, Athena Savalas, would sever the last remaining Providence tie to the bank and keep our activities hidden. Okay, one more time. We break into the vault, extract the hard drive rack, and eliminate the director on the way out. We. You. Aber wenigstens haben sie noch Sequenzen gemacht mit Ingame-Grafik. Das ist schön. Die sie nachgereicht haben. Ja, die haben sie jetzt nachgereicht, die zwei Missionen. Athena Salvas, Obtain Data, Mission Active. Hey, also finde ich gut, dass sie, also neues System. Ist auch wieder so ein bisschen neu, die Mission vorzustellen. Steve, moin. Vielleicht ist heute aber auch einfach kein Tag für Hitman. Ich weiß es nicht. Jean, danke schön für 10, Magga. Hey, Maintenance, have a look at the deposit box from the camera. Hey, bud. Yeah, Red Bunch coming down there himself. The man is really hands-on. I've only seen him in the call act once before. I hit every quarter they threw at me. How could she do this? Wir müssen auf jeden Fall vom Stuhl aufstehen und sie früher töten. Damn. You stay here. I'll take a look. Okay, but be careful. Oh.
Die Mission müssen wir auf jeden Fall noch mehrere Male spielen. Also gerade auch mit Dings dann hier. Mit den zwei Varianten. Also die Variante, die Gartenkarten alle einzusammeln und die mit dem Vault. Weil die anderen haben eben gerade auch gesagt, dass der Maintenance Guy da rein kann. Moment, der kommt wieder raus aus der Toilette. Hinten ist. Huh? Huh? Okay. Shit. Oh, das ist bitter jetzt. Das klaut sehr viel Zeit. Ah. Oh. Oh. Oh oh. Und gleich kommt der Dings. Nein, ich will das nicht nehmen, ich will das ausmachen. Ja, genau der kommt. Und dann der andere kommt auch schon gerade. Come on, come on, come on, come on, come on. Uff, okay. Puh. Hi, du bist ja. Nice save. Nice save. Da hinten steht Fabian Döhler oder wie er auch immer heißt. Oh lol, die beiden unterhalten sich gleichzeitig? Denkt er drüber irgendwie ein Kronleuchter oder so? Ach nee, geht ja auch nicht. Das können wir ja nicht machen. Moment, hier ist weg. Also den Security Guy, den können wir easy wegmachen. Security measures. Just relax. You'll be on your way in a sec. Also wir müssen oben auf jeden Fall früher aufstehen, damit wir am PC kommen und die Leiche verstecken können und rausgehen können. Aber sie springt, glaube ich, instant an, sobald man aufsteht. Was nicht so cool ist. I'm here for a meeting with Director Savalas. I don't think it. Oh. Yes, of course. That's right. Go inside. Thank you. Mr. Jackson, have a seat, please. Thank you. Mr. Jackson, as you must be aware, we've been running some numbers internally to measure the flexibility and productivity of people working here at the bank. Work hours, output versus input, sales portfolios, late nights and early mornings, things like that. I've been reviewing personnel files for the past few weeks, and a couple of files stood out. Yours, for instance. Is that so? I have quite specific expectations when it comes to my employees. How you appear and act reflects directly on me and this building. And, well, you've certainly managed to stand out, Mr. Jackson. Tell me. Do you knit those sweaters yourself? Or does your wife do that? A man needs a hobby, Miss Savalas. Guard, leave the room. I need a moment alone, Mr. Jackson. Alright, alright, alright. So, Mr. Jackson, I'm pleased to inform you that you will be able to explore your hobbies in even greater detail in the near future. We're letting you go, Mr. Jackson. The bank appreciates your contribution. Don't get up. I'm not done yet. Director Savalas eliminated. Good work, 47. Right. So, hat sie so ein Datenpaket gehabt? Ja, ne? That's the first backup data disk secured. Two more to locate. Oh snap, wieso sind die hier drinne?
Holy shit, wieso ist ein Legat hier drin gewesen? Fuck my life. Ist das hier? Okay, okay, okay. Jetzt können wir rausgehen. Puh! Okay. This is done. Nicht von mir stören lassen. Trinkst du Wasser oder so eine Scheiße da vorne? Annihilator, dankeschön für 8. Welchen Raum sagen nochmal Rattengift? Irgendein Raum hat er Rattengift. Trinkst du Tee? Kaffee, was auch immer. Ja, nein, vielleicht, weiß ich nicht. I'm sure you'll be able to reschedule your appointment with your personal trainer, Mr. Man. Seht ihr da beide? Und habt einen schönen Tag oder was? Aha. Ah ja. Mhm. Das war es jetzt. Wir trinken hier diesen Kaffee. Hey, diesen Fabian Döhler. Den kriegen wir nicht einfach so. Wie das aussieht. I need you to keep a close eye on those people in the upstairs conference room. Under no circumstances are they to leave the bank. It's Charles, Mr. Mann. And yes, Mr. Perez, our head of security, already notified me. We're keeping an eye out. Right, Perez is it. Except, you know, it's my investigation up there. Keep it 100, squad. You do that.
Please don't be a dick. 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 Okay, here we go. Okay, der andere, also dieser Fabian, wird echt eine harte Wurst. Der roamt wahrscheinlich, also so wie es aussieht, roamt er nicht wirklich groß. Und auch nicht irgendwie in so einem angenehmen Bereich. Also den Sicherheitschef können wir easy hier unten auf der Treppe rausnehmen. Das ist kein Problem. Aber der Fabian, also höchstens noch weiter nach da hinten links, wo er lang gegangen ist. Agent 47, ich grüße Sie. Natürlich muss man aber dazu sagen, wir spielen ja unter der Prämisse, dass wir nicht speichern dürfen. Das heißt, wir nehmen die einfachsten Wege. Nicht irgendwelche, die, die man vorbereiten muss. Herr Peres, wo bleiben wir denn? Hast du so einen großen Radius gekriegt? Herr Peres? Oder ihr trinkt den Kaffee oben wirklich. Könnten wir den Kaffee fertig machen. Aber dann ist die Frage, auf welches Klo er rennt. Wenn er auf das Klo hier unten rennt, na dann Prost Mahlzeit. Oder ihr kotzt wieder in irgendeinen Eimer rein. Das wäre auch nicht geil. Das wäre cool, wenn man Sachen von Leuten klauen könnte. Das wäre auch nochmal eine Mechanik, die geil wäre. Wenn sie jetzt zum Beispiel kotzen gehen oder so und an irgendeinem Dings dran sind. An einem Mülleimer oder so, dass man Sachen aus ihren Taschen klauen könnte. Das wäre mega. Das wäre doch noch so eine Mechanik für Hitman 3. Eigentlich schon mal irgendjemand darüber aufgeregt, dass man in Hitman keine Damenkleider tragen kann? Okay, er trifft sich jetzt hinten, der Fabian. Also müsste Peres gleich da sein. Kommt in Hitman 3? Was, dass man sich als Frau verkleiden kann? Oder dass man Leuten was klauen kann? Willst du in den Tresorraum gehen? Nee, ich wähle die Option, die einfachere Option von beiden. Wir werden aber die beiden letzten Missionen nochmal mit Speichern spielen und dann werden wir mal die ganzen anderen Sachen noch ausprobieren. Weil ich darf nicht speichern. Gerade. Das heißt, ich muss immer alles von vorne machen. Deswegen nehme ich jetzt erstmal so die sicheren Wege, die ich kenne. Ich kenne die Map halt noch gar nicht.
Hast du ja nicht auf allen Maps, Riley. Ich finde es interessant, dass die nicht in Blau gekennzeichnet sind. Die zwei. Ich würde gerne den Typ hier vorne noch auseinandernehmen, der da steht. Ich hätte gerne seine Kutte, um hier frei rumzulaufen. Oder sagen wir mal freier. Here we go. Hallo, Mr. Paris. Der Zeitungs-Knockout. Das muss eine richtig harte Zeitung sein, Leute. Die ist schon abgestanden. Ist auf jeden Fall richtig gut gerollt. Second backup data disk is secured. Here we go. Want to go 47. Das war ein richtig harter News, ja. Ja, wenn man jetzt wüsste, wo der Fabian hingeht. Shit, ey. Das Problem ist, ich kann ihm nicht folgen. Einfach so. Ich weiß nicht, ob ich oben einfach rein kann. Also ganz oben auf jeden Fall nicht. Aber damit, glaube ich, kann ich mich ein bisschen freier bewegen. Glaube ich zumindestens. So, die dritte von den Platten ist auf hier. Das habe ich mir schon gedacht. Hinten muss ja auch noch irgendwo eine Treppe sein. Okay, die sind cool. Die sind alle cool. Und die da hinten ist auch cool. Das heißt, wir können uns erstmal ein bisschen umgucken, was auf dieser Hälfte abgeht. Managers. Okay. Okay, da komme ich hoch. Kann ich mich hier einigermaßen frei bewegen? Yes, I can. Hier auch. Okay. Müssen wir nur rausfinden, wo der Dude hier hinten hingeht. Ah. Okay. Kleidung, Armbanduhr. Wo geht er hin? Awesome! Hier komme ich rein. Zwei Termonat wichtig, die C-sicher. Ich würde ja fast vermuten, er geht irgendwo, ne? Irgendwo hier hin. Mühe geben, könnte man das hier vielleicht zusammenbauen. So, der wird jetzt wahrscheinlich oben sein. Den Ziegel, Dankeschön für den zweiten Monat, mal und willkommen zurück. Holika, moin. Mal da trifft er sich, der ist jetzt oben. Kommt jetzt wieder runter und dann trifft er sich nochmal und dann kommt er hierher.
Ist die Frage nur, wo er hier hingeht. Also hier könnte es schwer werden, den auszunocken. Da sind zu viele Leute. Aber verstecken könnten wir ihn da. Wenn wir ihn da hinten reingelört kriegen, könnte das was werden. Mal gucken. Habe ich Zeit? Wie viel Zeitung? Ich habe eine Sache zum Werfen, ne? Eine Zeitung. Wir könnten noch mal gucken, ob wir uns vielleicht die Uhr schnappen können oder die Zeitung. Okay, die Uhr geht. Zeitung auch. Dann haben wir drei Sachen zum Werfen. Gut. Boah, die Map müssen wir auf jeden Fall nochmal spielen mit Speichern und so, wo wir die ganzen Sachen mal ausprobieren können. Hier gehen, glaube ich, einige Setups. Man kann unten in die Bank gehen, irgendwas ist vorne mit dem Journalisten. Bankraub kannst du noch machen. Du kannst oben, ist auch noch ein Meeting, was sie anleiert irgendwie. Damit kann man auch noch irgendwas machen. Und den Tresor muss ja auch noch irgendwie reinkommen. Eigentlich auch geil, damit wirst du bestimmt auch noch einen Kill machen können. Mit den Lampen. Ich glaube, er kommt, oder? Nee? Da ist er. Wo geht er hin? So, du willst mir jetzt erzählen, er stellt sich da vorne hin. Hey, Mr. Man! How's the investigation? Everything's fine, but can I ask you a favor? Would you mind going through it again? Okay. Everything's fine, but can I ask you a favor? Hey, from watching, I hear you. Non-action. Get a move on. It's clear. Geh doch alleine gucken! Weird. Do me a favor and go check that out. Oh! Du Sau, ey! Geht er nicht bis hinten durch? Ich glaube, der geht nicht bis hinten durch. Okay. Oh shit! Nein, 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 nein! That's ridiculous. Oh,
Come on. Finally. I'm there? Hello? Oh. Naja. Okay. That's the last objective completed. Exfiltrate the bank, 47. Miss Hall will want to have a close look at that data. Boah, okay. Die war knackig. GG's. Fristlose Kündigung. Eieiei. Hey Johnny, moin. Hey, grüß dich auch, hallo. Olivia has found something interesting. I'll tell you on the way. Where are we going? To Paradise, 47. To Paradise?